2 plus 2 gleich Fisch. Ey, ach Manuel, ich bin echt sowas von dumm. Und deswegen wird unsere Aufgabe heute sein, der schlauste Spieler der ganzen Welt zu werden. Und oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und heute, Freunde, spielen wir mal den Big Head Simulator hier in Roblox. Und hierbei geht es einfach darum, von einem richtig dummen Spieler, wie wir gerade jetzt sind, zu einem ultra krassen Genie zu werden. Das machen wir, indem wir hier das Buch lesen. Und dadurch bekommen wir einfach IQ-Punkte dazu. Immer schön Bücher lesen, Freunde. Es ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt sind wir schon Level 2. Und unser Gehirn kann schon viel, viel mehr Speicher aufnehmen. Und umso mehr IQ wir haben und umso schlauer wir sind, umso krassere BAM-Attacke können wir hier auch ausüben und mehr Schaden machen. Aber da wir gerade auf Level 2 sind, können wir nicht so viel Schaden machen. Und hier haben wir dann einen Frosch. Hallo, ich bin Professor Frosch. Aber ich war nicht immer ein Frosch. Am Anfang war ich auch wie du ein Mensch. Aha, interessant. Erzähl mir mehr. Eine böse Hexe hat mich in einen schwachen Frosch verwandelt. Oh oh, das ist wirklich ganz und gar nicht gut. Wenn du mir hilfst, wieder ein Mensch zu sein, werde ich dir auch dabei helfen, ein echter Magier zu sein. Ja, natürlich, Freunde. Ich werde dir auf jeden Fall helfen. Als erstes brauche ich meinen Magierhut. Kannst du es finden und es mir zurückbringen? Es sollte hinter dem roten Gebäude sein, hinter mir. Okay, das ist jetzt hier unsere Aufgabe, Freunde. Perfekt. Wir lesen natürlich hier unsere Bücher weiter. Und währenddessen müssen wir hier die Missionen von Professor Frosch bestehen. Und jawohl, Freunde, hier haben wir den Magierhut gefunden. Perfekt. Immer schön die Bücher weiterlesen. Und dann bringen wir jetzt den Magierhut zu Professor Frosch. Und die anderen haben einfach so riesengroße Köpfe. Und umso schlauer wir werden, umso riesigere, wow, Köpfe bekommt man. Was geht denn hier ab? Und die sind einfach viel zu stark für uns. Wir sind noch solche Noobs, aber wir fangen ja auch gerade erst an. Ab geht es zu Professor Frosch. Und wir sind schon inzwischen auf Level 4. Okay, und yeah, dankeschön, dass du mir geholfen hast. Aber ich brauche trotzdem noch deine Hilfe. Ich bin einen sehr, sehr kurzen Schritt davor, ein echter Zauberer zu werden. Und so wirst du auch ein waschechter Zauberer. Und jetzt brauche ich meinen Magierstab oder meinen Zauberstab. Du wirst es hinter den Kränen finden. Okidoki, ich werde natürlich nachschauen. Ab geht es, Freunde. Wir lesen natürlich schön unsere Bücher und oh, schöne Geschichte. Was auch immer in diesem Buch steht. Aber ich werde echt immer und immer schlauer. Und wir sind inzwischen schon auf Level 5. Perfekt, okay. Wo ist jetzt dieser Zauberstab? Irgendwo bei diesem Kran dort hinten soll der anscheinend sein. Wir gehen es mal nachschauen. Hier gibt es auch unterschiedliche Zonen, sehe ich gerade. Hier ist die kleine Gehirnzone. Und hier kann man einfach reingehen. Aber wo ist jetzt dieser Zauberstab? Bei diesem Kran waren wir jetzt schon. Hier haben wir aber leider keinen gefunden. Und ich glaube, dort hinten ist noch ein Kran. Okidoki, da müssen wir jetzt mal unbedingt nachschauen. Da muss der Zauberstab wohl dort hinten sein. Aber Freunde, bevor wir es machen, wir können es ja auch im Shop 10 Gehirntränke kaufen für 200 Robux. Das machen wir auch mal gleich. Und lass mich bitte in Ruhe. Ich bin doch ein kleiner Noob, der komplett dumm ist. Und Auchi. Oh, warte mal. Okay, wir gehen aber jetzt in den Shop und kaufen uns jetzt, oh ja, für 200 Robux so eine Gehirnflüssigkeit oder was auch immer das ist. Und yeah, wir haben dadurch 2000 EP bekommen. Und wir sind jetzt einfach schon, wow, Level 38. Ey, schaut euch einfach das mal an, Freunde. Wir sind jetzt schon so viel schneller geworden durch diese Säfte. Und jawohl, da haben wir auch den Zauberstab gefunden von dem Frosch. Okay, dann gehen wir jetzt ab zum Frosch. Und wir können uns jetzt, glaube ich, so langsam auch mit den ersten Leuten anlegen, weil wir haben schon über 2000 IQ. Und bam, wow, unsere Attacken machen jetzt schon viel, viel mehr Schaden. Das hat sich echt total gelohnt, diese Flüssigkeit zu kaufen und diesen Trank. Und Attacke, Freunde, komm, wir mischen uns auch mal mit ein. Und wow, da haben wir den ersten umgefetzt und bam, jawohl. Jetzt haben wir so ein riesen Gehirn. Und schönen guten Tag, Mr. Frosch. Du hast es geschafft. Natürlich habe ich das geschafft. Du musst einer von den Besten sein. Natürlich bin ich einer von den Besten. Wenn ich ein Zauberer bin, dann werde ich dich auch zu einem starken Zauberer machen. Ja, das hast du mir jetzt schon 5-mal gesagt oder so. Ich brauche aber trotzdem noch deine Hilfe. Ja, hau raus. Was brauchst du? Als nächstes brauche ich einen Spezialtrank. Das Problem ist, meinem Trankbuch fehlt eine Seite. Kannst du die fehlende Seite finden, damit ich weiter weiß? Natürlich. Okay, hinter der Bücherei hat der Frosch es anscheinend am letzten gesehen. Hier wird schon mal alles gebraut, Freunde. Und ich kann
kann es kaum abwarten. So, wir lesen natürlich fleißig Bücher und wir müssen jetzt zur Bücherei gehen. Und hey, dorthin haben wir schon mal die Bücherei. Und hey, bam, können wir uns schon mit dem anlegen. Und bäh, wir machen ihm richtig gut Schaden. Und bam, volle Attacke. Level 38, es geht echt sehr, sehr flott nach vorne. Okay, hinter der Bücherei. Wir gucken mal, was können wir uns eigentlich noch im Shop kaufen? Wir können uns hier ein richtig besonderes Buch kaufen für 300 Robux. Oh ja, und guckt euch das mal an. Das ist so ein Glitzerbuch. Und das gibt uns die doppelte IQ-Anzahl. Das bedeutet, wir werden doppelt so schlau. Okay, Freunde. Hinter der Bücherei müsste jetzt irgendwo hier die fehlende... Oh, sei ich bin vorbeigerannt. Da ist sie ja, Freunde. Die fehlende Seite für den Frosch. Oh ja, dann gehen wir wieder ab zum Frosch. Wir lesen in unserem Buch weiter. Und dieses Buch ist viel cooler und spannender, die Geschichte. Und hey, da will sich jemand mit uns anlegen, Freunde. Das ist total unfair. Wir müssen hier weg. Ab geht es in die sichere Zone. Und oh, das war's mit mir. Naja, aber mal schauen, wie weit wir jetzt schon sind. Und ich will unbedingt ein Magier werden. Und hey, Mr. Frosch, vielen Dank. Kein Problem. Jetzt weiß ich, was wir noch benötigen. Als erstes für den Trank, den wir brauchen, ist ein Chickenbein. Ja, ich weiß, es ist eine komische Potion. Ein Chickenbein? Wofür brauchst du denn ein Hühnchenbein? Ey, bring mir es und dann kann ich mit dem Trankbrauen anfangen. Oh ja, aber wo ist denn dieses Hühnchenbein? Es sollte hinter dem lilanen Gebäude sein. Das sollte eigentlich mal eine, was, Hühnchenbeinfabrik sein? Was ist da denn los, Freunde? Okay, dann würde ich sagen, ab geht es hinter dem lilanen kleinen Gebäude. Wo haben wir denn hier lilanes kleines Gebäude? Ich glaube, das wird wahrscheinlich das da hinten sein oder so. Ja, davon gehe ich mal sehr, sehr stark aus. Dann gehen wir mal ab dorthin und davor besiegen wir, wow, den erstmal. Wir haben einfach so krasse IQ. Es wird Zeit, Freunde, dass wir uns noch mehr IQ kaufen für 200 Robux. Und ab geht es und wow, ich bin Level 51. Guckt euch das mal an. Also Bücher lesen lohnt sich echt total. Also Freunde, immer schön Bücher lesen, dann werdet ihr auch so schlau wie ich und vielleicht bekommt ihr auch so einen Dickschädel. Kein Spaß, ich glaube, das werdet ihr nicht bekommen. So, wo ist jetzt, Autschi, dieses lilane Gebäude? Wir brauchen ja dieses Hühnchenbein. Und da ist es, Freunde. Jawohl. Wir haben das Hühnchenbein gefunden. Und jetzt müssen wir es nur noch zum Professor zurückbringen. Und hey, friss meine Attacken. Ich bin sowas von schlau. Und meine Attacken sind sowas von OP, weil wir jetzt einfach schon über Level 50 einfach sind. Oh ja, Freunde. Und deswegen haben wir auch so einen riesen Dickschädel. Keiner kann sich mit uns anlegen. Wir sind schon der stärkste Magier der ganzen Welt. Bäm. Oh, Jod. Hey, schönen guten Tag, Mr. Frosch. Wow, unglaublich. Vielen Dank, aber eigentlich brauche ich das gar nicht für den Trank. Ich hatte nur Hunger und... Was? Fido Anzure, der hat uns einfach reingelegt. Ja, tut mir leid, dass ich gelogen habe. Das sollte dir auch leid tun, Mr. Frosch. Der hat uns einfach total reingelegt und hat das Hühnchenbein einfach gegessen. Okay, was wir wirklich brauchen, ist ein magischer Apfel. Kannst du ihn finden? Es sollte irgendwo in der Nähe von einem Baum sein. Okay, Freunde, das sollte doch jetzt hoffentlich kein Problem sein. Und ich sehe schon, da hinten ist er, Freunde. Das war jetzt bis jetzt das allereinfachste Rezept für die ultimative Potion. Und weil es ja auch das allererste war. Der allererste Part für die Potion ist schon mal fertig. Als nächstes brauchen wir ultra seltene Schmetterlingsflügel. Die Hexe, die mich in so einen Frosch verwandelt hat, hat diese Flügel weggeschmissen. Aber ich weiß, wo sie sind. Okay, Mr. Frosch, wo sind sie denn? Aha, ich verstehe schon. Genau, perfekt. Okay, Freunde, die Schmetterlingsflügel sind jetzt bei der Bücherei in der Nähe von einem Container. Da müssen wir jetzt mal sofort nachschauen gehen. Und dann haben wir auch schon das zweite Rezept gefunden. Okay, Freunde, wo ist jetzt die Bücherei? Die sollte genau dort hinten sein. Dann ab geht es fleißig unsere Bücher lesen. Und wir sind einfach sowas von schlau. Ich weiß einfach schon, bäh, dass 2 plus 2 nicht Fisch ist, sondern 4. Yeah, gar kein Problem für uns. Okay, und das sind sie ja schon. Yeah, das war ja auch gar kein Problem, diese Schmetterlingsflügel zu suchen. Und bäh, na, wollt ihr euch mit mir anlegen? Dem schlauesten Menschen der ganzen Welt. Oh yeah, so ab geht es zu Mr. Frosch. Und da haben wir schon das Rezept bekommen. Yeah, du hast es geschafft. Natürlich. Wir brauchen nur noch ein einziges Stück. Oh ja, Freunde, ein Stück. Das letzte Stück ist ein Cola-Stück. Es sollte rechts von einem großen grauen Gebäude sein. Aha, ein großes graues Gebäude. Oh ja, das ist das allerletzte Stück. Und wenn wir das gefunden haben, oh mein Gott, dann werden wir zu einem waschechten Magier. Und ich hab's gefunden. Ich hab die Cola-Dose gefunden. Und hey, ich hab's gefunden. Und jawohl, werde ich jetzt zum Magier? Komm schon. Oh ja, sehr, sehr gut, Freunde. Er braut gerade schon den Trank. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Hitze, um das Ganze aufzuhitzen.
Als ich noch ein Mensch war, habe ich eine scharfe Axt benutzt, um Bäume zu fällen. Wenn du meine Axt findest, werde ich damit anfangen, Bäume zu fällen. Und dann kann der Trank gebraut werden. Okidoki. Und wo ist jetzt aber deine Axt? Ich habe sie außerhalb der Stadt irgendwo fallen gelassen. Geh der Straße entlang und ein Tunnel führt dich dorthin. Okidoki, Freunde. Wir müssen jetzt durch irgendeinen Tunnel gehen. Und dort wird dann die allerletzte Axt sein. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann werden wir zu einem waschechten und zum schlauesten Magier der ganzen Welt. Okay, wir gehen mal durch den Tunnel hier durch und mal schauen, ob sich hier was befindet. Und nö, hier befindet sich nichts. Und Freunde, ich sehe es. Oh mein Gott, die Axt ist dort oben. Ganz, ganz schnell. Wir müssen jetzt einfach die Axt holen und jawohl, wir haben es geschafft. Und warte mal. Nein, der greift uns wer an und bäm. Keiner legt sich mit uns an. Ich meine, wir haben schon über 5000 IQ-Punkte. Wir sind sowas von schlau. Aber dadurch, dass wir ein Magier werden, werden wir jetzt noch krasser und noch schlauer. Und da sind wir angekommen. Jawohl, du hast meine alte Axt gefunden. Dankeschön. Der Trank wird jetzt erwärmt, aber ich habe vergessen, sie umzurühren. Und warte mal. Nein, jetzt muss ich doch eine Schaufel finden für ihn. Ach, Manno. Die Schaufel ist in der Nähe von einer Parkbank. Okay, Freunde. Wo ist jetzt die Schaufel? Sehen wir die vielleicht direkt auf dem ersten Blick? Und ich glaube, dort hinten. Ich habe sie gefunden, Freunde. Jetzt ganz, ganz schnell, ey. Wie lange muss ich denn warten, um endlich mal ein schlauer Magier zu werden? Jawohl. Ich habe die Schaufel gefunden aus dem Weg hier. Lass mich jetzt einmal hier bitte durch zu Mr. Frosch gehen und dann werde ich endlich zu einem waschechten, jawohl, Magier, let's go, und es hat geklappt. Haha, du Narr, warte mal, was ist denn jetzt los? Ich wusste von Anfang an, dass du so leichtgläubig sein wirst und mir helfen wirst. Freunde, nein, wir sind, glaube ich, drauf reingefallen und der Frosch ist anscheinend ein böser Frosch. Weißt du, was du getan hast? Bevor ich ein Frosch war, war ich der böseste Zauberer der ganzen Welt. Nein! Oh mein Gott, Freunde, was haben wir getan? Nun werde ich mich mit dir betteln und dich zerstören. Der einzige Weg, wie du ein Zauberer werden kannst, ist, mich zu zerstören. Und dann bekommst du meinen Zauberstab. Und wir wissen beide, dass dies niemals passieren wird. Oh mein Gott, Freunde. Viel Glück. Und was ist denn jetzt los, Freunde? Wir müssen jetzt, oh mein Gott, den bösen Frosch besiegen. Oh, das wird jetzt super spannend. Wir haben noch nie im Leben eine Chance, gegen ihn zu gewinnen, oder? Komm schon, komm schon. Er ist echt super, super stark und ich hätte niemals gedacht, dass der Frosch ein böser Frosch ist. Freunde, er hat uns schon so, so viel Leben abgezogen und let's go. Wir müssen ihm aufweichen. Das wird ein super epischer Kampf jetzt einfach zwischen uns und oh mein Gott, nein, wie krass ist der denn? Wir müssen hier seinen Fallen ausweichen. Die Hälfte von seinem Leben ist gleich schon weg. Wir treffen sehr, sehr gut. Ich meine, wir haben schon über, oh nein, oh nein, oh nein, 5000 IQ-Punkte. Ich hoffe, wir schaffen das. Das wird echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir haben beide, oh nein, so viel Leben. Er hat mich getroffen und was ist das denn, Freunde? Wir schaffen das nicht. Und jawohl, du hast mich besiegt und perfekt. Sehr, sehr gut. Ich habe deine Power unterschätzt. Du wirst jetzt ein waschechter Zauberer. Yeah. Wir müssen jetzt einfach nur noch seinen Magierstab nehmen und dann haben wir es geschafft. Aber pass auf, der Zauberstab ist wirklich ultra OP und jawohl, Freunde. Wir haben jetzt einfach den Zauberstab bekommen, weil wir den bösen Frosch besiegt haben. Oh ja, wie krass ist das denn? Und wir haben es wirklich zusammen geschafft, von einem richtigen Noob-Spieler zum schlauesten Spieler der ganzen Welt zu werden und sogar den bösen Frosch mit unserer Intelligenz und unseren 5000 IQ-Punkten zu besiegen. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr und dann bist du auch ein Teil der Syntax Army und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüssi!